Grüß Gott, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode der Bayerischen Hofgeschichten. Ja, es ist spät geworden, es ist fast 16 Uhr, aber ich kann Vollzug melden, was das Thema Siloballen angeht. Die haben wir alle gepresst, der Lohner ist wieder fort und es sind über 70 Ballen geworden. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, die ganze Aktion, auch wenn es viel Arbeit war und so langsam bei mir auch die Konzentration jetzt nachlässt. Ich sitze ja schon seit Stunden hier auf dem Telelader und bin am Ballen verladen oder beiseite verräumen und immer wieder mit dem Ladewagen neues Material in die Göweil-Presse bringen. Ja, also ich sehne mich dann schon nach dem Feierabend heute. Aber die Arbeit geht uns nicht aus. Hier liegen noch die Heuballen rum. Und die müssen natürlich auch noch ins Trockene heute. Der Anton ist auch noch fleißig. Der ist auf dem Feld, oder was mal eine Wiese war, ne? Am Hof unten am Grubbern. Da hatte mir ein Zuschauer von euch den Tipp gegeben, ich solle doch vorm Maislegen den Boden grundlegend grubbern oder tiefgründig grubbern, nicht pflügen. Und genau das macht der Anton gerade. Und ja, dann wollen wir irgendwann noch ein Saatbettgrubber drüber jagen und dann den Mais legen. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Der Boden ist noch kalt. Muss mal nebenbei gucken, ob ich mit der Fuhre hier so zum Hof komme, aber sollte gehen. Schön ist es nicht, aber es hält hoffentlich. Ja, soweit der Plan. Bevor wir mit dem Maislegen anfangen, möchte ich am morgigen Tag dann noch mein letztes verbliebenes Feld, wo wir ja noch gar nichts gemacht haben über den Winter, das hat ja brach gelegen. Dort möchte ich noch Hafer andrillen. Das müssen wir auch dann machen, weil sonst ist das Zeitfenster geschlossen, was wir noch haben. So, Bremsschläuche, ja, gibt es gerade nicht hier. Schade, aber wir müssen eh langsam fahren, von daher hoffe ich, dass ich nicht bremsen muss. Einfach versuchen, dass wir heile mit der Fuhre hier zum Hof kommen. Das ist halt das Schöne an dem Merlot, deswegen liebe ich den ja auch so, dass der ein Zugmaul hat und wir damit einen Anhänger ziehen können. Nur halt nicht steile Berge runterfahren, wo wir bremsen müssen. Das wird nix. So. Mal sehen, ob wir hier über die Brücke kommen. Aber die liegen ganz gut drauf, die Ballen. Und wie immer, wer mich kennt, ne? Wunderschönes Fotomotiv hier. Und da müssen wir doch gleich mal zuschlagen. So. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, weiter geht die wilde Fahrt. Nee, eine wilde Fahrt machen wir nicht draus. Wir fahren schön sachte. Ja, und Stichwort Merlot. Im letzten Video habe ich ja immer wieder bemängelt, dass der so rutscht und die Räder durchdrehen und. Ja, irgendwie hat was mit dem Gewicht nicht gestimmt. Und das hat natürlich auch privat, der liebe Marcel gesehen und hat mich direkt angeschrieben und hat gesagt, jetzt kann er sich nicht mit angucken, wie ich mich da abquäle. Und er würde sich mal den Merlot zur Brust nehmen. Und genau das hat er gemacht. Und mir die Gewichte da eingestellt und seitdem fährt er wirklich gut. Also, nochmal vielen lieben Dank, lieber Marcel, für deine spontane Schraubertätigkeit.
jetzt macht es wieder richtig Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. Hat es zwar auch so schon, aber jetzt fährt er sich besser. So. Jetzt muss ich mal überlegen, wie macht man das? Den Anhänger vielleicht am besten hier draußen stehen lassen. Erstmal gucken, wie es hier beim Anton läuft, aber der ist ja schon mal fast fertig. Der ist ja schon beim Vorgewende. Naja, schön. Ja, wie machen wir das jetzt? Vielleicht noch ein Stück vor oder den Anhänger mit hier reinnehmen. Nee, das ist gar nicht gut hier. Wir stellen den hier draußen ab und packen uns die Ballen einzeln runter oder im Zweierpack, wenn möglich. So. Und werden sie gleich hochfahren auf dem Heuboden. Machen wir schon mal hinten die Gurte ab. Ich da bloß ein. Ja, Ruhe. Und das hat gehalten. Man glaubt es nicht. Und dann werden wir die gleich verräumen und dann kann es von mir aus regnen. Regen ist doch für die Landwirtschaft ja auch immer gut, ne? So. Hoffen, dass das gut geht, was ich hier vorhabe. Aber das sieht nicht schlecht aus. Tor ist auf, sehr schön. Ich hätte sie vielleicht bloß etwas mittig anspießen sollen, weil die Zufahrt hier ist nicht die breiteste. Aber geht gerade so. Ich werde vielleicht auch versuchen, die hier auf der rechten Seite, dass wir den einen vom Vorjahr auf jeden Fall als nächstes mit verfüttern. Ansonsten, wenn wir den noch länger stehen lassen, denke ich, ist der Nährwert dann auch bei Null. So, versuchen wir es mal schön in der Innenperspektive. Sachte. So, Anton ist auf der letzten Bahn, würde ich sagen. Sehr schön. Oh, oh. Da ist irgendwo noch ein Gurt im Weg. So, sachte anheben, rückwärts. Oh. Irgendwie will der eine Ballen nicht mit hier. Na gut, dann fahren wir halt einzeln, bevor hier noch irgendwas kaputt geht oder umfällt oder. Wäre zwar schön gewesen, immer gleich im Zweierpack, aber... Man hat es ja auch gesehen, ne? Der Anhänger, der bewegt sich und macht, also das Ballenproblem ist nach wie vor noch da irgendwo, mehr oder weniger bei Giants. Nicht mehr so heftig vielleicht wie im letzten LS-Teil, aber
Es ist auf jeden Fall noch präsent. Ist meine Meinung. So. Na, noch ein Stück hinter. Stopp. So, dann wollen wir mal sehen, ob wir den jetzt einzeln runterkriegen oder ob der sich wirklich an den anderen da verhakt hat. Ich weiß es nicht. Werden wir doch von außen schauen. Na, der hat sich hier... Naja, das hängt mit den Gurten zusammen. Wenn ich jetzt hier löse, kann es eventuell gut gehen. Nee. Doch, jetzt. Puh. So, der Anton hat einen Daumen gehoben, der ist durch. Okay. Sehr schön. Also, eine Arbeit haben wir schon mal wieder erledigt. Jetzt muss nur ich noch die Ballen hier alle unterkriegen. Und dann würde ich denken, so habe ich auch vorhin schon mit Anton gesprochen, machen wir einfach mal Feierabend für heute. Und fangen morgen früh lieber bei Zeiten an und gönnen uns heute mal ein bisschen Freizeit. So, komme ich da von hier dran? Naja, doch. Wir haben hier schließlich einen Teleskoplader, ne? So. Ja, Mitte haben wir erwischt. Immer wieder schön, wie er da doch ganz schön zu kämpfen hat hier, den Berg hoch. Ist natürlich auch eine steile Auffahrt, muss man dazu sagen. So, das geht eigentlich ganz gut, hier von hinten die Ballen runterzunehmen. Besser wie von der Seite, habe ich den Eindruck. So, kriegen wir das jetzt auch von innen hin? Entschuldigung,
Der LS-Frosch hat wieder mal zugeschlagen. Ach, das ist doch ein Kreuz hier. Also ich arbeite ja wirklich sehr, sehr gern mit Ballen und hin und her, aber im Moment macht es jetzt gerade mal wieder gar keinen Spaß. Jetzt wird der ganze Kram gleich unten liegen, denke ich. Man muss wirklich jeden Gurt lösen. Dann funktioniert es halbwegs. So, wenn ich das sehe, wie die Deichsel eingeknickt ist, da wird mir auch schon wieder ein Horn Angst. Naja. Sind wir erstmal noch schön am Geländer hängen geblieben. Ich sag ja, es wird Zeit, dass Feierabend ist. Konzentration ist wirklich so gut wie bei Null. Oh je, hoffentlich kippt mir hier nicht die ganze Chose um. Ich denke, ich werde erstmal ankoppeln hier und die Deichsel gerade stellen. Sonst gibt es ein Chaos hier. Es ist ja schon ein halbes Chaos. So. Puh. Jetzt sind die oben drauf natürlich so verschoben. Na, mal sehen. Vielleicht kriegt man es ja doch hin. Und natürlich den Mast ganz schön weit rausschieben. So. Ja, der Anhänger hat heute ganz schön Wasser leiden müssen. Dass jetzt das Geländer nicht noch eins abkriegt. Nein. Da habe ich noch mal Glück gehabt. So, zwei Stück noch. Dann ist der erste Anhänger eingefahren. Ja, der zweite wird Gott sei Dank nicht so voll. Ja, und gerade weil ich das jetzt wieder hier so sehe, wie das doch mühselig ist, ich muss mir da unbedingt was einfallen lassen, wenn ich die Siloballen dann irgendwann verkaufen kann. Die werde ich nicht mit diesem kleinen Anhänger hier transportieren, denke ich.
Da muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Entweder was mieten. Mal gucken. Werde auf jeden Fall mal mit Anton und seinem Vater drüber sprechen. Vielleicht hat der ja auch noch eine Idee oder irgendwas, wo er sagt, ich habe einen anderen Ballenwagen. Mal gucken. Oder beim Lohner mal nachfragen. A, geht hier nicht viel drauf und B, zwei Ballen nebeneinander, die stehen schon verdammt über. Das ist nicht so das Gelbe vom Ei. So, wie viele Ballen hatte ich denn jetzt noch draußen liegen? 4, 5, sowas in dem Dreh. Ja, hier geht ja auf jeden Fall noch eine Zweierreihe daneben. Übereinander wollte ich sie jetzt nicht zwingend stellen, wenn ich es nicht muss, weil so kann schön die Luft durchziehen. Und es besteht dann hoffentlich keine Gefahr des Schimmelns, Verfaulens oder im schlimmsten Fall Entzündens. Ne? Wenn irgendwo Feuchtigkeit im Heu ist, kann sich das auch durchaus mal entzünden. Nachbarn möchten wir auch nicht über den Acker fahren. Machen wir auch nicht. Nein, hier versuchen wir ein bisschen rückwärts zu schieben und dann funktioniert das doch ganz gut. Lässt sich mit so einem allradgelenkten Telelader doch wunderbar rückwärts schieben. Auch im Drehschemel habe ich gerade festgestellt. Besser wie mit dem Trecker. Und ihr seht, die ganzen Ballen haben auch hierher gepasst. Ich musste die gar nicht noch an die Scheune da an die Wand stellen. Das war ja meine Befürchtung, dass die nicht hierher passen. Aber hat alles ganz gut hingehauen. So, werden wir wieder ordentlich durchgeschüttelt. Finde ich immer wieder cool, die Brücke hier über den kleinen Fluss. Bach. Naja, nee, ein Bach ist es nicht. Ist schon ein Fluss. Aber passt irgendwie richtig schön hierher. Boah. So. Na, schauen wir mal. 4 Stück sind es noch, exakt. Aber ich würde sagen, für heute lassen wir es gut sein. Wir haben doch fast eine halbe Stunde Ballen gestapelt mit ja, teils halsbrecherischen Aktionen, Anhänger fast umgekippt und so weiter und so fort. Das möchte ich euch jetzt nicht weiter antun. Die 4 werde ich nach der Aufnahme aufladen. Und bei euch sage ich danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr schaut das nächste Mal wieder rein. Werden wir sehen, wie sich dann alles entwickelt, wie der Tag
das Wetter ist und und. Auf jeden Fall gibt es reichlich zu tun hier im schönen Traunsteiner Land. Und bis dahin, macht's gut. Tschüss.